Matthäus steht bei mir, weil er hat ganz genau hingeguckt, wie das Ivo und Abdu gemacht haben und hat gesagt, mache ich auch, stelle ich mal als Christ vor eine Moschee und mache so. Also nicht auf der Bühne, vor der Moschee. Ja. Erzähl mal kurz. Genau, also ich bin zu der Moschee gefahren und natürlich mit gemischten Gefühlen ausgestiegen. Die Moslems sind da hingegangen, weil sie abends nach dem Ramadan halt essen dürfen, wenn die Sonne untergeht. Und da waren viele Leute und ich habe mich dann da hingestellt und dachte, oh, vielleicht verjagen die mich, weil ich hier nicht filmen darf oder was weiß ich. Und man weiß ja, da sind viele Klischees von Christen gegenüber Moslems, Moslems gegenüber Christen. Und das hat aber erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Also jung und alt, alle kamen auf mich zu, haben das Schild gelesen, haben mich sofort umarmt, waren sehr neugierig, was ich da mache. Und das Gleiche habe ich dann nochmal vor einer Asylsiedlung gemacht, wo Syrer und Iraker leben. Und das werdet ihr gleich im Video sehen. Das waren sehr herzvolle Berührungen. Und ein syrischer Freund von mir hat dann das Gleiche in der Stadt vor einer Kirche gemacht. Das war auch ganz, ganz bewegend, was da zustande kam. Islam bringt Frieden, Liebe und Barmherzigkeit. Lasst euch nicht benutzen für die Ungerechtigkeit. Alles, was ihr hört, oh Leute, ruft es, ihr seid frei. Nur wer wirklich Wissen hat, der hat kein Vorurteil. Unschuldige lieben, nehmen, nehmen drauf, lass du. Keine darf dir das befehlen, keine Religion. Hört nicht auf die falschen Leute, nutzt euren Verstand. Jeder Mensch will friedlich leben, auch in jedem Land. Christen, Juden und Muslime, Opfer sind wir alle. Es geht nicht um Religion, geht nicht in diese Falle. Es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als wir alle denken. Lasst uns fest am Frieden halten und ihn nicht verschenken. Lügen, Mord und Grausamkeiten stehen nicht im Koran. Und wer das behauptet, ist ein falscher Scharlatan. Lasst uns fest zusammenhalten, vieles ist erlogen. Lasst euch nicht vom Hass verleiten, sonst sind wir verloren. Unschuldige Leben nehmen, niemand braucht das Blut. Keiner darf dir das befehlen, keine Religion. Hört nicht auf die falschen Leute, nutzt euren Verstand. Jeder Mensch will friedlich leben, auch in jedem Land.